Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir hier oben das Holzgerüst des Erdgeschosses soweit weitergebaut. Uns fehlt allerdings ganz viel Holz, um hier ein bisschen effizienter alles zu errichten. So, die Sonne geht unter, wir müssen jetzt gleich schlafen gehen. Ich schaue nochmal einmal ganz kurz bei der Baumfarm, ob wir hier irgendwie noch... Jawohl, hier sind noch Saplings und Äpfel, die wollen wir auf jeden Fall einsammeln. Nicht, dass sie nachher verschwinden. So, die zwei übrigen Bäume würde ich jetzt auch noch fällen und dann legen wir uns schlafen. Perfekt, einmal nachpflanzen. Und dann ist es auch schon soweit und wir können ins Bettchen gehen. Ja, was wollen wir diese Folge machen? Holz farmen ist ein bisschen langweilig auf Dauer. Ich meine, wir brauchen ja nicht nur ein paar Stämme, um das hier zu vollenden, sondern wir brauchen, naja, schon ein paar Farmen, die wir hier fällen müssen. Und die müssen auch erstmal wachsen. Das heißt, wir widmen uns diese Folge ein paar anderen Aufgaben. Denn selbst wenn wir hier das Holzgestell fertig bekommen, diese Folge, können wir nicht unbedingt weitermachen. Wir benötigen auch für die nähere Zukunft Kiefernholz. Wir benötigen Sand für Glas. Wir wollen ja schließlich auch irgendwie Fenster in unser Haus einbauen. Und wir benötigen auch Diorit. Und zwar für die Decke des Erdgeschosses. Damit das auch einen schönen Kontrast hat zwischen den Stonebricks unten am Boden und natürlich in der Decke. So, hier sind wir gerade einmal bei der Eisengolem-Farm. Und hier möchten wir das Gerüst abbauen. Das ist ja gar nicht mehr vonnöten. Das heißt, das können wir einmal abreißen. Und wir müssen auch hier bei der Eisengolem-Farm eigentlich unten das Andesit weiter hinbauen. Denn die Eisengolem-Farm ist noch nicht ausreichend abgestützt. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Ah, Multitasking. Spielen, reden und darauf achten, nicht runterzufallen. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die verbraucht sehr viel Gehirnschmalz. Ah, vorsichtig. Ich kenne mich, wenn ich dann zu viel rede, dann falle ich auf einmal runter, weil ich nicht konzentriert genug bin. So, hier ist auch schon Gras gewachsen. Das ist erstaunlich, wie schnell das Gras hier einmal drumherum wächst. Zum Glück haben wir hier die Diamantschaufel, dann geht das auch relativ schnell alles weg. So, jetzt haben wir hier die Ecke auch schon wieder erreicht. Und die Eisengolem-Farm sieht dann ein wenig sauberer aus. Trifft sich ganz gut. Ich glaube, von außen müssen wir sie noch nicht beleuchten. Das können wir aber auch im späteren nochmal schauen, ob das irgendwie schöner aussieht oder vonnöten wäre. So, jetzt haben wir es auch schon geschafft. Die letzten Gras- bzw. Erdblöcke werden hier abgebaut. Jetzt kommt auch keiner mehr hier hoch. Das lassen wir jetzt einfach mal. Wir können ja immer noch hier ranspringen. Und dann sammeln wir die ganzen Items einmal ein. Ja, ihr seht es, hier haben wir zum Beispiel noch keinen Stützpfeiler errichtet. Auf der Seite ist das noch ein bisschen wackelig. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir genügend Andesit noch zur Verfügung haben, um das hier nachzurüsten oder ob wir nochmal in die Mine müssen. Ja, auf jeden Fall einige, ich sag mal, Nebenaufgaben, Nebenquests, die wir uns hier selber auferlegt haben und denen wir hier auch nachgehen können. Also es wird nicht langweilig. So. Ja, sieht schon besser aus. Ein bisschen sauberer. Das heißt, wir können jetzt einmal weitermachen. Ich würde sagen, wir packen einmal die ganzen Items, die wir hier gerade im Inventar haben, weg. Und schauen dann, dass wir hier mal gucken, wie viel Andesit wir noch haben. Ja, viel ist es nicht mehr. Das heißt, wir müssen in die Mine gehen, um das aufzurüsten. Vielleicht fällt uns da noch eine andere Option ein, was wir hier diese Folge machen können. Entweder eine Erkundungstour, um Kiefer und Sand zu finden, dann müssten wir einmal schauen hier, wie steht es denn um unsere Karten. Ah ja, apropos Karte. Hier, das Waldanwesen. Ich habe in der Folge, als ich die Karte hier erworben habe, in die falsche Richtung geguckt. Das war hier nicht Nordosten, sondern Südwesten. Ich habe hier hinten hingeguckt. Natürlich ist das Waldanwesen in der nordöstlichen Richtung, das heißt hinten, da wo wir die alte Eisengolem-Farm errichtet haben. Vielen Dank für den Hinweis an der Stelle. Ich habe es falsch gedeutet, beziehungsweise falsch gesagt, richtig gemeint. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid. Was haben wir? Ja, genau, die Saplings haben wir noch nicht weggetan. Birkenholz brauchen wir auf jeden Fall auch, auch für die Decken von den anderen Geschossen. Das heißt, wir können das getrost einmal fällen. Auch hier die Bäume könnte ich jetzt einmal fällen. Ich glaube, das mache ich auch eben.
denn das Holz können wir sehr, sehr gut gebrauchen. So, haben wir das auch einmal erledigt. Rein theoretisch könnten wir auch hier im Erdgeschoss schon mit den Mauern beginnen. Wir haben jetzt hier natürlich einmal das Kellergeschoss ausgehoben. Dabei kommt die Wand ja mindestens hier bei dem Holzgerüst. Das heißt, das hier haben wir eigentlich umsonst weggemacht. Das könnten wir wieder mit Erde dann auffüllen. Je nachdem, ob wir jetzt hier noch was abtragen oder halt nicht. Nichtsdestotrotz können wir hier schon mal mit der Mauer anfangen. Ich denke, wir lassen das vorerst mal hier so vorne angeschüttet, wie so ein Hügel. Und setzen dann hier einfach wieder Erde hin, dass sich das ans Haus irgendwie anschmiegt oder angleicht. Ja, auch wie bei der Scheune oder hier bei dem Lager würde ich außenrum einmal hier einen Spritzschutz aus Kies errichten, um dann auch mal so eine klare Grenze zu haben zwischen Haus und hier dem Rasen. Wir können hier auch gerne anfangen, die Cobblestone-Wände zwischen hochzuziehen. Das wäre auf jeden Fall so eine Option. Cobblestone haben wir ja genügend. Das heißt, wir waren auch hier bei dem, jetzt haben wir uns wieder verplappert, das Waldanwesen, genau, das war hier in der Richtung. Das heißt, die Karte können wir wieder weglegen. Und dann müssen wir die Items natürlich auch aus dem Inventar sortieren. So, einmal fix gemacht hier. Einmal rein, die Karte wieder weg. Wir wollten ja auch bei den anderen Karten gucken, ob eine Erkundungstour hier lohnenswert wäre für Sand. Und ja, das ist die Basis, genau. Einmal aktualisiert. Aber hier noch eine größere Karte, schaue ich mal. Ja, das ist die große Karte. Das heißt, wir könnten unten den unerforschten Bereich auf jeden Fall einmal erkunden. Und wir haben ja auch noch die andere Karte. Schauen wir da mal kurz rein. Ach, das war die ganz, ganz nahe Karte. Wir haben auch noch drei leere Karten. Das heißt, wir könnten einmal an den Rand gehen, das, was wir noch nicht erforscht haben, um alles einmal zu erkunden. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Option. Wir schauen mal ganz kurz hier. Ich lege das Holz beiseite, auch wenn wir es eigentlich verbauen könnten. Und in dem Moment überlege ich mir, baue ich es doch einfach direkt weg. So, dann hier. Erde war voll. Jawohl. Alle Erdekisten sind voll. Auch hier Cobblestone. Den können wir gleich mitnehmen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir den nicht schon direkt irgendwie zu den Mauern hinzufügen können. Wobei die Mauern würde ich auch nicht... Wir haben so viele Stöcke. Wir können eigentlich mal ein paar Stöcke verkaufen. Bei dem Pfeilemacher. 1, 2, 3, 4 Golems allein hier in der Dorfmitte. Sehr imposant. Guten Tag, der Herr. Wo sind Sie? Ah. Nein, Sie sind der Mason. Nee, der Lederer. Wo ist denn hier der Pfeilemacher? Ah, hier vorne. Er bequatscht sich. Ja, Oh, sogar mit Rabatt. Vielen herzlichen Dank. Ja. Sehr schön. Mehr Stöcke habe ich nicht. Den Rest behalte ich auch einfach mal. Vielen Dank dafür. Einen weiteren Bogen könnte ich rein theoretisch auch schon erwerben, aber... lasst uns doch mal abwarten. Ein Bogen, komm, ein Bogen. Ein Bogen geht auf jeden Fall. So, ein Bogen erworben. Ja, viel fehlt nicht mehr. Dann haben sie auch wieder ein weiteres Level. Schauen wir jetzt einfach mal, dass wir hier den Rest reinlegen. So, Bogen einmal weggepackt. Auch die restlichen Emeralds weggepackt. Und auch hier, ach, das haben wir hier vorne bei der Baumfarm. Genau, richtig. Hier können wir nochmal schauen wegen Saplings. Hier sind ja einige runtergefallen. Sehr schön. Oh, hier ist sogar noch Holz. Gut, dass wir das jetzt nicht verloren haben. Auch hier Stöcke, Saplings, sehr schön. Das freut mich immer, wenn wir hier alles einsammeln. Hier vorne auch noch Birken, Saplings und Stöcke. Sehr gut, packen wir alles weg hier. Ja, das Holz nehmen wir einfach mal mit. Denn dann können wir hier von der... Oh, die Bäume wachsen aber echt schnell. Das ist sehr schön. Dann können wir hier das Holzgestell ein wenig weitermachen. Und danach schauen wir mal, was wir hier sonst im Dorf noch erledigen müssen. So, das Holzgestell des Erdgeschosses haben wir jetzt auch vervollständigt. Das heißt, wir können wirklich die Wände hochziehen, nachdem wir einmal schlafen gewesen sind. Sehr gut, das übrige Holz lege ich einfach mal hier in die Truhe. Das brauchen wir später definitiv.
So, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier ein bisschen Cobblestone. Wir haben ja auch die Stufen, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Half-Slabs brauchen wir, glaube ich, nicht. Da müssen wir dann später mal schauen. Aber wir können schon mal die Wände skizzieren. Und danach, wenn wir Sand haben und Kiefernholz, das Übrige hinzufügen. So, wir machen das. Wir fangen einfach hier vorne, glaube ich, bei der Ecke an. Das ist am schönsten. Genau, hier ist ja dann das Holzgerüst. Und hier drinnen wollen wir einmal die Wand hochziehen. Ja, das heißt, wir gucken jetzt mal, wie hoch wir die haben wollen. Ich würde nicht höher als hier gehen. Ne? Dass die Wand wirklich einmal errichtet ist. Und das wäre es dann aber auch schon. So, und dann haben wir hier natürlich das Gleiche. Ja, die Wände setzen wir hier hin. Und hier zwischen würde ich auch nochmal die Wand setzen. Also dass zwischen den beiden einfach immer drei frei sind. Und hier ist dann solide Wand. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ziehen wir das so hoch. Und hier hätte ich ganz gerne Fenster. Ich möchte so viele Fenster, wie es geht, eigentlich in diesem Haus haben, um natürliches Licht im Haus drinne reinzubekommen. Und auch natürlich eine schöne Aussicht zu genießen. Ne, ihr seht hier, wir können hier vom Berg runter gucken. Hier vorne, da haben wir die Zuckerrohrfarm. Das möchten wir natürlich auch sehen, wenn wir uns im Haus befinden. Und da finde ich es eigentlich ganz löblich, wenn wir jetzt hier einfach hingehen und sagen, hey, wir wollen hier Fenster drin haben. Wir machen hier so eine Treppe. Wenn wir nachher Fensterscheiben haben, die sind ja hier in der Mitte, dann können wir ja mehr oder weniger ein bisschen hochgehen und haben eine bessere Aussicht. Schöner, als wenn wir jetzt hier, ja, wie kann ich es zeigen, hier diesen Block haben. Ja, und dann stehen wir hier und dann hat er uns hier schon die Sicht versperrt, wenn wir hier stehen. Und dann kommt hier die dünne Fensterscheibe, das sieht da ein bisschen so fragil aus. Schöner finde ich die Lösung hier mit den Stufen, dass wir hier auch so ein bisschen hochgehen. Dann können wir so gucken. Herrlich. Sehr schön. Gut, machen wir das ja mal wieder weg. Hier kommen nämlich auch wieder Stufen hin. So, da kommt ein Fenster hin. Und vielleicht sollten wir das auch irgendwie ein wenig anders, ja, so anordnen. Dann können wir das besser errichten. Sehr schön. Dann hier auch wieder Fenster. Dann kommt hier wieder solide Wand. Dann kommt hier wieder Fenster. Genau, auf Türen sollten wir auch achten. Da müssen wir uns mal überlegen, wo wollen wir denn eine Türe drin haben. Hier vorne fängt jetzt der Hügel an. Wenn wir hier ein Fenster reinsetzen, dann kommt das vielleicht nicht so gut. Das heißt, ich würde sogar hingehen und sagen, komm, wir machen die Wand jetzt hier in das Holzgerüst rein. So wie hier vorne dann auch. Schütten das mit Erde auf und deswegen ist es bündig. Dann haben wir nicht diese Kanten, die wir dann vielleicht hier hätten. Dann haben wir das ein bisschen vermieden, umgangen und ja, sieht doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. So, das heißt, hier machen wir die Wand einmal komplett zu. Da müssen wir dann später schauen, ob wir hier ein kleines Fenster oder was auch immer reinmachen. Das gucken wir dann. So, demzufolge können wir das hier einmal abbrechen. Das ist ja auch nicht gerade so schön, wenn da hier so ein dicker Block ist. Haben wir hier zwar eine Kante drin, aber vielleicht können wir das irgendwie anders noch schöner gestalten. So, wie hoch ist das Ganze denn? Nun, ich würde sagen, hier drunter kommt jetzt noch die Decke auf dem Block. Und hier könnten wir quasi auch einmal das Fenster reinsetzen. Das heißt, das Fenster wäre zwei Blöcke hoch. Wir schauen mal von außen, wie sieht das ungefähr aus. Ja, kann man machen. Ja, ich würde sagen, das machen wir auch erstmal so. Und dann schauen wir im späteren Verlauf, ob das wirklich so geht. Ich meine, das kann man ja noch schnell austauschen. Auch für die Statik ist es eigentlich von Vorteil, wenn hier oben noch ein ganzer Block ist. Und dann kann man das auch schön hier drunter setzen. Ja, das ist auch gut. Das gefällt mir. Ich würde sagen, das mache ich einmal ringsherum, soweit wie wir kommen. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Zeitraffer wieder. Hier machen wir am besten auch direkt die Stufen hin, dann können wir leichter rein und raus gehen. Ob das hier nachher der Eingang wird oder nicht, das müssen wir dann später mal schauen. Wir haben hier auf jeden Fall noch die Treppe runter in den Keller. Naja, die provisorische Treppe, wir wollten ja hier auch noch einen Schacht einfügen. Ich glaube, hier drunter war das genau da, wo die Treppe endet. Da können wir uns eigentlich auch gleich mal dran begeben und mal schauen, wie wir das Ganze umsetzen. Vorerst würde ich allerdings hier weiter die Wände einmal skizzieren. Wir sind hier gleich auch schon fertig. Müssen wir noch die Fenster einmal, die Fensterrahmen einmal einfügen und dann können wir weiterschauen.
Hier vorne wäre eigentlich auch ein guter Platz für eine Türe. Hier vorne haben wir so eine kleine Terrasse schon aus Erde. Das heißt, wenn wir hier ein Fenster reinmachen würden, hätten wir den Platz für einen Eingang, naja, vergeben. Das wäre natürlich nicht so schön. Und ich überlege auch gerade, wie sähe das dann aus, wenn wir hier drunter einfach die Cobblestone-Treppen setzen. Würde das gehen? Ja, sieht nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall überlegen. Dann haben wir hier oben nämlich auch nur einen Block, zwei für das Fenster und darunter dann wieder die Treppe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, das mache ich. Einmal hier außen rum, da wo die Fenster hinkommen. Das Holzgerüst durch das Mauerwerk ein wenig abgestützt. Und weil wir noch keine Fenster haben, können wir hier einfach wieder reinspringen. Das heißt, es ist ja eh noch Baustelle. Also Monster kommen rein, Tiere kommen rein, Villager gehen durch, wie sie möchten. Das ist ja alles gar kein Problem. Können sie auch alle machen. Hier würde ich jetzt einfach einen Durchgang schon mal skizzieren, ansetzen. Dass wir hier auf jeden Fall dann rein und raus können. Auch von außen hier wieder die Stufen dran setzen. Ja, sieht doch sehr gut aus. Und das Ganze können wir, wenn wir das möchten, auch irgendwie ausleuchten. Denn es wird nachher wieder dunkel. Und das können wir auch so einmal erledigen. Ja, das ist gut. Ich hatte in der letzten Folge hier drinnen die platziert, aber hier kommt ja die Mauer hin. Das geht da dann natürlich nicht. Aber von außen, da wo die Wände reingesetzt sind, haben wir natürlich das Holzgestell zur Verfügung, um hier die Fackeln zu platzieren. Genau, hier vorne, das würde ich eigentlich auch mal wegmachen. Ja, das ist ein bisschen störend. Hier müssen wir wahrscheinlich anschütten. Das heißt, das lasse ich erstmal noch. Ändern kann man ja eh alles. Da schauen wir dann später bei. Ja, sieht vielleicht nicht so ganz vorteilhaft aus, wenn hier zwei Fenster in der Ecke sind. Haben wir da hinten aber auch. Lassen wir auch vorerst. Wir können ja, wie gesagt, alles noch ändern. Wir skizzieren die Mauer auch erst vor. So, jetzt haben wir keinen Cobblestone mehr. Es wird auch gleich wieder Nacht. Das heißt, wir können jetzt noch hier ein paar Fackeln schon mal verteilen. Auch mal schauen. Ich würde jetzt hier in der Mitte, beziehungsweise, ja doch, hier oben, weil hier kommt quasi das Dach einmal hin, die Decke. Dach sage ich schon, das ist die Decke natürlich vom Erdgeschoss. Und darunter können wir dann die Fackel platzieren, genau hier, wo der Zwischenraum ist. Dann haben wir das hier drin auch schon ausgeleuchtet. Auch hier an das Holzgestell, genau wie im Keller, können wir schon mal die Beleuchtung anbringen. Rein theoretisch können wir auch hier schon einmal die Fackeln platzieren, genau wie unten im Keller auch, dass hier ausreichend ausgeleuchtet ist. Und wir legen uns erstmal schlafen, dann machen wir am nächsten Tag entspannt weiter. Ja, meine lieben Freunde, die Folge ist auch nachher schon vorbei. Jetzt haben wir gar nicht so viel von den Nebenaufgaben geschafft. Ist aber auch gar nicht weiter schlimm. Wir müssen einmal schauen, haben wir jetzt noch Treppen hier? Hier sind noch Treppen, nehmen wir mal alle mit. Perfekt. Und dann können wir mal gucken, wie wir das alles weitermachen. Jetzt haben wir hier die Hauptaufgabe, sage ich mal, das Haus hier, die Basis zu errichten, einfach weitergemacht. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Solange es läuft, läuft es halt. Und dann sollte man es auch nicht aufhalten. So, Fackeln haben wir keine mehr. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal im Lager kurz. Ich werde die Beleuchtung erst zu Ende machen und dann die Wände, beziehungsweise wir können auch erstmal die Wände hier zu Ende machen und dann die Beleuchtung. Ist ja hops wie gesprungen. Macht keinen großen Unterschied. Hier vorne natürlich noch die Treppen setzen. Das sollten wir nicht vergessen, dass es schön einheitlich ist. Den habe ich jetzt einmal falsch platziert. Hier kommt noch Wand hin. Und die Fenster sind nur drei breit. Perfekt. So, dann haben wir die Wände einmal skizziert, einmal gesetzt. Hier vorne, das würde ich noch zumachen. Wobei, hier ist der Weg. Ja, das müssen wir mal schauen, wie wir hier reingehen, ob wir das hier abtragen oder nicht. Lasst uns einmal hier noch die Beleuchtung machen und gucken. Von außen können wir auch nochmal die Treppen setzen. Das auf jeden Fall. So. Und auch von der Seite hier noch.
Sehr schön. Und hier wird das Holzgestell ja schon durch das Mauerwerk gestützt. Es geht halt lediglich hier um den Teil, dass die Mauer und das Holzgestell als Einheit hier fungieren. So, sehr schön. Hier draußen sind die Fackeln, das heißt, wir müssen einmal kurz das Lager neue Fackeln machen. Dafür haben wir die Holzkohle geschmolzen, beziehungsweise, ja, was sagt man dazu? Gebrannt? Holzkohle gebrannt? Ich denke schon. Ja, Kohle. Ah, wir haben gar keine Holzkohle mehr. Haben wir die hier im Ofen? Ich hoffe schon. Jawohl, ein Stack. Restliches Birkenholz nehmen wir auch mal raus. Sehr schön. Gucken wir mal, ist hier sonst noch was in den Öfen? Nein, die sind leer. Das heißt, wir können hier einmal das Birkenholz entfernen. Und bevor wir hier, also an dem Haus würde ich auf jeden Fall aufschütten. Das heißt, wir nehmen die mal mit. Die Steine kann ich einmal weglegen. Die brauchen wir gerade nicht. Ja, Diorit. Also Diorit müssen wir auf jeden Fall farmen. Das kommt in der nächsten Folge, definitiv. Denn ohne Diorit können wir nicht die Decke platzieren. So, Holzkohle. Da waren wir stehen geblieben. Brauchen wir hier noch ein paar. Ja, ich nehme mal zwei Stacks einfach raus. Schmelzen wir die auch wieder ein. Ja. Haben wir einmal hier den Trick gemacht, dass man immer acht hat. Perfekt. Oh. Jetzt habe ich die gerade wieder entfernt. Das wollen wir natürlich nicht. So, sehr schön. Immer aus dem Inventar wieder rausgehen. Sonst nimmt er alles mit. Auch das aus dem Ofen. Das wollen wir natürlich nicht. Kohle haben wir jetzt genügend. Das heißt, wir können weitere Fackeln craften. Perfekt. Sehr schön. Dann können wir da weitermachen. Und einmal die Beleuchtung vom Erdgeschoss weiter erfüllen. Oh, das glorreiche Ei. Es ploppte. Ich hab's gehört. Ich saß und ich hab's genommen. Wir haben keine Fackeln mehr. Wir müssen jetzt wieder neue craften. Schauen wir mal, vielleicht können wir auch die Baumfarm betreiben. Und dann aus den gewonnenen Stücken neue Fackeln craften. Ich glaube, das ist ein sehr guter Deal. So haben wir die Baumfarm einmal gefällt und die Folge endet jetzt auch. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Einmal das Erdgeschoss ausleuchten und dann suchen wir uns eine weitere Aufgabe. Ich denke, wir werden eine finden. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich hier selber ein Like freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.